Meine Fresse. Kruzifixe in Schulen aufhängen, aber Stimmung gegen das Bürgergeld machen. Ich meine, allein die Vorstellung, dass dieser Mann um ein Haar unser Bundeskanzler geworden wäre. Junge, da sind wir alle, Armin Laschet, zu ewiger Dankbarkeit verpflichtet. Ja, deswegen haben wir hier im Studio seit Monaten das Denkmal des unbekannten Söder-Verhinderers. Ja, diese Sendung hat sich immer für Armin Laschet eingesetzt. Immer. Ich dreckiger Heuchler. So, wir fassen kurz zusammen. Die CSU auf Sinnsuche kämpft gegen Bürgergeld, Schonvermögen und ganz wichtig, gegen die verdammte Wokeness. Wokeness. Wo kommt die nochmal her, die Wokeness? Aus Berlin heraus, Wokeness. Dies ist, und das sage ich euch in aller Deutlichkeit, keine neue Freiheit, sondern illiberales, zwanghaftes Spießertum. Ja, CSU-Politiker gegen Spießertum, finde den Fehler. Drei Sekunden später war in der Rede natürlich wieder, Sie ahnen es, beim Winnetou-Verbot. Das es nie gab, wie wir alle wissen.